Hallöchen Leute und willkommen mal wieder zurück in Septerna City. Da war ich doch schon, werden sich jetzt die meisten denken. Und ja, damit habt ihr natürlich recht, ich war schon längst in Septerna City, aber zuletzt habe ich ja Latios in der Traumbrache gefangen. Aber das war noch längst nicht alles, es gibt noch wesentlich mehr legendäre Pokémon. Wir erinnern uns zurück, ich bin auch mal in der sogenannten Beschwörungshöhle gewesen, wo ich Professor Ash getroffen habe und dann sind plötzlich Selfe, Vesprit und Turbots aufgetaucht, das legendäre Seetrio aus der Sinnoh-Region, und die drei kann man hier tatsächlich in Schwarz 2 und Weiß 2 fangen. Allerdings muss man sie erstmal finden. Und eines von den dreien kann man tatsächlich hier in Septerna City treffen. Und dazu begibt man sich jetzt vor das Museum. Irgendwas kommt dir hier komisch vor. Die Gegend untersuchen? Ja klar. Tja, seht ihr? Da ist es. Selfe ist gerade aufgetaucht. Einfach mal so hier. Es ist schon etwas, ja, etwas eigenartig, dass man ein legendäres Pokémon in einer Stadt fängt, aber es ist die einzige Möglichkeit, ihm hier zu begegnen. Ein Selfe erscheint. Da bist du also endlich. Das legendäre Selfe auf Level 65 und von Typ Psycho, so wie seine beiden Kollegen. Und hat auch seine eigene Kampfmusik mitgebracht. Also ich glaube, das ist dieselbe wie ein Platin oder so. Finde ich aber richtig geil. So, selbe Taktik wie zuletzt schon bei Latios. Erstmal paralysieren mit der Donnerwelle. Mal sehen, wie lange ich bei dir brauchen werde. Letztens habe ich ja bei Latios sehr viel Pech gehabt. Er ist der 20. Hyperball, konnte es fangen. Das hat saumäßig lang gedauert und hat mich ziemlich fuchsteufelswild gemacht. Also hoffentlich geht das hier ein bisschen schneller. Atmore, du bist dran. Sehe. Achso, ja gut, jetzt die Attacke trifft jetzt 2 Runden später. Selbst ist seine Attacke voraus. Schön für dich. Schwertanz. Jetzt wurden wir von Sie hier getroffen, aber es hat nicht sehr viel Schaden gemacht. So, alle guten Dinge sind 3. Noch ein drittes Mal Schwertanz. Damit der Trugschlag richtig schön mega stark wird. Naja, Trashfläche wird ja auch stärker, je weniger KP Selfe hat, aber das bringt dir nicht viel. So, und jetzt megamäßig starker Trugschlag. Okay, wow, das ist aber auch krass, so Sondersensor. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe dreimal habe ich den Schwertanz benutzt und trotzdem hat Selfe nicht sofort nur 1 KP übrig, weil die Basisstärke nur 40 beträgt vom Trugschlag, aber egal, dann halt nochmal. So oft muss ich Schwertanz auch nicht unbedingt einsetzen, aber so, passt. So, seht ihr, trotz Volltreffer, es kann nicht besiegt werden. Trotzdem geht es mir mit seinem Sondersensor so ein bisschen auf die Nerven. Jetzt werde ich nämlich nochmal bewusst wieder austauschen auf Magnuson, weil dem machen Psycho-Attacken ja nicht so viel aus. Gut gemacht, Hartmore, komm zurück. Mach es fertig. Nein, du sollst es nicht fertig machen. Ich stelle jedes Mal, mach es fertig, weil es so wenig kapiert. Ah, paralysiert. So. Selfe, ich warne dich. Wehe, du willst, wenn du nicht kooperieren willst, dann kriegst du aber Stress. Dann kriegst du richtig Ärger mit mir. Da werde ich richtig sauer. Also bleib bitte so bald wie möglich in einem meiner 100 Hyperbälle drin. Wenn es geht, gleich jetzt. Das wäre natürlich am geilsten, aber das klappt irgendwie eh nicht. So, Hyperball Nummer 1! Na, was habe ich gesagt? Das klappt doch beim ersten Mal sowieso nie. Da muss man schon mega Glück haben. So Sondersensor. Aber das ist nicht sehr effektiv, du Idiot. Hyperball Nummer 2. Er hat natürlich auch verkackt. Eh klar.
So, seht ihr? Obwohl es ein einkapiertes Trash-Fliegerheit nicht sehr stark gegen Stahl-Pokémon ist, in der normalen Attacke. Komm schon, der dritte Hyperball schafft's jetzt aber. Los, alle guten Dinge sind drei! Nur einmal gewackelt, das ist zu wenig. Jetzt macht es schon wieder den Seher, das nützt dir auch nicht viel. So, komm, dann eben die Nummer 4. Los, bleib drin! Nope, natürlich nicht. Es will also nicht kooperieren, das habe ich mir schon gedacht, dass es stur bleiben wird. Nummer 5. Nein, warum nicht? So, Seher hat uns gerade getroffen. Aber das lässt uns kalt. So, dann eben die Nummer 6. Bleib drin, verdammt! Das kann's einfach nicht sein. Das fängt ja schon wieder so an. Das fängt genauso wieder so an, so scheiße zu werden wie bei Latios. Das ist unfassbar. Nummer 7. Warum müsst ihr eigentlich alle immer so dickköpfig sein? Das haben alle legendären Pokémon so an sich. Diese niedrige Fangrate ist verrückt. Das ist einfach schon übertrieben. Ich meine, gut, legendäre Pokémon, ja, die sind was Besonderes, sind super selten und auch größtenteils immer mega stark, aber müssen die, wenn die eh schon kurz vorm Verrecken sind, sich dann immer noch so sehr zur Wehr setzen? Das ist einfach nur unfair. Bleib drin, verdammt! Du sollst drin bleiben! Komm schon, bleib drin! Dreimal wackeln und klick! Dreimal wackeln und klick! Das war nur einmal gewackelt, du blöder Ball! Ich glaube, meine Hyperbälle sind kaputt! Was hat man mir da letztens für einen Scheiß verkauft? So, jetzt reicht's aber hier erstmal Hypertrank. Das Magnus nicht doch noch abkratzt, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Was Selfe kann eh nichts machen. Es kann sich nicht von der Paralyse befreien, es kann sich auch nicht irgendwie KP regenerieren, das kann es alles nicht. Und auch der Trash-Flegel nützt dir rein gar nichts. So, aber wohl nicht wahnsinnig hier. Ja. Und es geht weiter, weil, wie gesagt, die Meisterbälle, die werde ich bei denen sicher nicht benutzen. Ganz bewusst nicht. Und die ganzen anderen Bälle bringen jetzt auch nicht so viel. Also hier, Finsterball und so, es ist jetzt gerade nicht Nacht, also von daher bringt mir das auch nichts. Hyperball, Nummer 9, glaube ich. Komm schon, jetzt bleib doch endlich mal drin, verdammt. Komm schon. Jetzt sag mal, darf das wahr sein? Das fängt schon wieder so an, so scheiße zu werden wie bei Latios. Das gibt's einfach nicht. Du bist paralysiert. Du kannst dich nicht mal mehr bewegen. Wie kannst du überhaupt nur schweben? Unlogisch. Immer diese verdammte dumme Pokémon-Logik. Bei Pokémon darfst du echt nicht nach Logik fragen, weil das ergibt alles keinen Sinn. Ey, das gibt's nicht! Der hat dreimal gewackelt und es hat nicht Klick gemacht. Fick davor! Du hättest jetzt drinbleiben müssen, du kleines Scheißvieh. Nummer 11. Es hat doch schon fast geklappt. Wieso macht es denn nicht Klick? Es muss doch noch Klick machen, dass der Ball auch zu bleibt. Du dummes Vieh. Verdammter blöder Dreckshyperball, du. Die sind alle defekt hier. Ich will umtauschen. Ja, schon wieder. Ich meine, das will mich doch ärgern, dieses Arschloch. Fick dich mal, Selfe. Jetzt geh dich mal kreuzweise hier, du. Das gibt's doch nicht. Steck dir deinen Seher sonst wohin. Da glaubt man immer, wenn der Ball dreimal wackelt, dann hat man's endlich geschafft. Und dann auf einmal, nö, ich denk mir, ich brech doch nochmal aus dem Ball aus. Das gibt's einfach nicht. Jetzt bleib endlich drin, verdammt, sonst bring ich dich um. Endlich! Jetzt hat's aber Schiss bekommen, weil ich ihm mit dem Tod gedroht habe. Ich gedacht, okay, gut, dann bleibe ich doch endlich drin. Das war jetzt, glaube ich, der 13. Ball. Zwar nicht ganz so lang wie bei Latios, aber trotzdem hat's ein bisschen gedauert. Meine Fresse. Nummer 480, Selfe. Wissen. Typ Psycho. Größe 30 cm, Gewicht 0,3 Kilo. Als Selfe flog, erlangten Menschen die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Es war der Geburt des Wissens. Ich glaube eher, es war die Geburt des Nervtötens und des Auf-den-Sack-Gehens.
Na, weh, wenn seine beiden Kollegen auch so lange brauchen, dann raste ich aus hier. Das macht mich immer so wahnsinnig wütend bei den legendären Pokémon, die einfach nicht drin bleiben wollen. Das zieht ja das Video unnötig in die Länge, aber was, da kann ich auch nichts dafür. Die Fangrate bei denen ist alle, beträgt nur 3. Das sind, glaube ich, ja, also das Ganze in Prozente nicht mal wirklich groß darstellen. Also hier, aber einfach, damit ich es wieder schön sehen kann. Ja, genau. Ich hatte 100 Hyperbälle genommen, jetzt 87, also der 13. hat es geschafft. Die 13 hat mir ausnahmsweise immer Glück gebracht. Ich meine, ich bin nicht abergläubisch, aber trotzdem. So, kommen wir mit der 13 an, aber ich wieder 100 voll. Geld habe ich ja mehr als genug. Ich sage, an Geld mangelt es mir ja gar nicht. Dafür aber an Geduld. Und das nicht zu knapp. So, als nächstes muss ich tatsächlich noch einmal zum Turm des Himmels. Weil dort treffe ich das nächste Mitglied dieses Trios. Also am besten nach, ja, nach Panair City. So, ich bin oben. Und ja, irgendwas kommt dir hier komisch vor. Gegend noch nicht untersuchen. Nein, noch nicht. Sondern erstmal speichern. Zur Sicherheit. Wer weiß, was kommt. So, bevor man legendäre Pokémon fängt, sollte man ja immer speichern. Das ist eine eiserne Regel. Junge, was kommt dir hier komisch vor? Die Gegend untersuchen? Ja. Und schon haben wir hier das legendäre Vesprit. Okay, also man kann eigentlich sogar noch speichern, wenn es noch aufgetaucht ist. Man muss es ja dann sogar anquatschen, dass der Kampf beginnt. Und ich warne dich jetzt schon mal, Vesprit. Wehe, wenn du auch so lange brauchst, um gefangen zu werden wie Selfe, dann reiß ich dir beide Schwänze aus, die da aus deinem Popo rauskommen. Ein Vesprit erscheint. Selbe Taktik wie schon vorhin. Donnerwelle. Charme. Willst du dich an mich ranschmiegen? Willst du mich anmachen? Wir haben beide kein Geschlecht. Ich glaube, das wird nichts. Und schon ist es paralysiert. Dann tauschen wir aus auf Azmurai. Das schlägt dich zu Brei. Ich finde es wirklich cool, dass sich hier bei denen die Kampfmusik so geändert hat. Also das ist, glaube ich, wirklich dieselbe wie in Platin und das finde ich einfach nur geil. Schwerttanz bitte. Charme. Eigentlich ist das jetzt ziemlich bescheuert, oder? Ja, Angriff sinkt wieder stark. Hey, hör auf damit! Schwerttanz! Ich will mich doch boosten! Sonst ist der Trugschlag so schwach. Imitator. Vesprit setzt auch Schwertanz ein. Du hast meine Attacke geklaut! Angriff von Vesprit steigt stark. Naja, es hat aber glaube ich eh keine physischen Attacken drauf. Ist also egal. So, dann mach mal gleich Trugschlag hier, bevor es immer noch wieder mit Scham den Angriff senkt. Mach ich eben ein paar Mal den Trugschlag. Ist ja auch egal. Sondersensor. Und nochmal Trugschlag. Aber ich finde, es ist immer noch die effektivste Methode, so vorzugehen. Weil Paralyse ist ein dauerhafter Staatsproblem, wenn man sie einschlafen lässt, irgendwann wachen sie ja wieder auf und von Paralyse können sie sich nicht befreien. Und mit Trugschlag kann man auf der sicheren Seite sein, wegen nur einem KP, was übrig ist. So, seht jetzt schon wieder Charme, aber jetzt ist es mir auch egal. So, und wir tauschen wieder zurück auf Magnesium, weil dem machen Psychoattack nicht so viel aus. Obwohl, eigentlich bin ich auch blöd. Ich könnte ja auch einfach, ich könnte auch einfach Zorak nehmen, das macht dem überhaupt gar nichts aus, weil das ist ja Unlicht. Aber ist egal, beim nächsten, dann beim dritten Mitglied, dann egal. So, also Vesprit, bitte lass dich jetzt schneller fangen als zuletzt Selfe. Bitte sei nicht auch wieder so stur und so nervtötend, ich bitte dich. Nummer 1. Naja klar, ich meine beim ersten Mal, wann hat es jemals beim ersten Mal geklappt, dass ein legendäres Pokémon drin ist? So Imitator.
Achso, schon wieder Charme. Wenn ich dich nicht angreife, kannst du auch keine Attacke von mir imitieren. Das bringt dir gar nichts. Hyperball Nummer 2. Natürlich wieder nicht. Aber die Kampfmusik ist trotzdem geil. So sehr. Ja, das könnt ihr alle drei. Und der dritte Hyperball. Der hat natürlich auch verschissen. Typisch. So, komm, dann tauschen wir vielleicht doch mal aus auf Zorak. Das sieht so, als wenn es Bamelin wäre. Hätte ich auch gleich drauf kommen, König Düdel. So, sehe, es fehlgeschlagen. Und Bamelin wird von Sehr getroffen, aber es hat keine Wirkung. Verarscht. Hyperball Nummer 4. Das hast du dir so gedacht, Vesprit. Ja, und jetzt wird sich so gedacht, naja, das hast du dir so gedacht mit dem Hyperball. Ich bleib da nicht drin, nein. Du willst gefälligst drin bleiben, ob du willst oder nicht. Einer davon wird dich schon fangen. Nämlich der fünfte, glaube ich. Na bitte, seht jetzt, so muss das laufen. So macht man das. So gehört sich das, verdammt. Nummer 481, Vesprit Emotion. Typ Psychogröße, die sind alle gleich groß und gleich schwer. Als Vesprit flog, lernten Menschen Glück und Trauer des Lebens kennen, die Geburt der Gefühle. Ja, auch der negativen Gefühle wie Hass und Wut und so weiter. Na bitte, das hat jetzt nicht so lange gedauert. Warum konnte das jetzt bei Latios zuletzt nicht auch so schnell gehen? Dummes Latios, ey. Echt mal. So, wie viele Bälle habe ich hier irgendwie? Ich glaube, es war der fünfte. Hier. Ja, der fünfte. 100 hatte ich jetzt und 95, also der fünfte Hyperball. Na, so mag ich das. So muss das sein. Aber das ist sicher, ich wette, beim dritten werde ich wieder länger brauchen. Da habe ich irgendwie so ein ungutes Gefühl, aber egal. Wir fliegen jetzt als nächstes, muss ich nämlich nochmal auf die Route 23. Das ist ein bisschen untypisch zwar, aber es ist nun mal so. Ja, das heißt, du musst ja durch die Riesengrotte durch. Das ist jetzt irgendwie auch blöd. Wie komme ich denn da schnell hin? Eigentlich gar nicht wirklich, egal. Dann nach Abidaya City oder... Ne, Blödsinn, ich komme von Tessera viel schneller dorthin. Also nach Tessera, bitte. So, genau hier. Bei dem einen Felsen hier. Hier, da wird es jetzt auftauchen. Passt auf. Du spürst eine rätselhafte Aura. Willst du den Gegner untersuchen? Ja. Und da ist es auch schon. Das kleine süße Tobutz. Es wird nochmal gespeichert. Und dann bin ich bereit für das dritte Mitglied des C-Trios. Ein Turbutz erscheint. Und ich brauche hier wohl nicht erklären, dass ich Turbutz von den dreien am coolsten finde. Ganz einfach wieder, weil es blau ist. Ich weiß, blaue Pokémon haben bei mir eigentlich immer gute Karten, die gefallen mir meistens sehr, sehr gut. Und ja, es ist halt wegen der... Ich meine, jeder hat so seine Lieblingsfarbe. Und es ist auch interessant, so ziemlich alle meiner liebsten legendären Pokémon aus den jeweiligen Generationen sind auch alle blau. Wie zum Beispiel jetzt Arctos und Suicune und Kyogre. Hier im Tobutz und der Dialga, die sind alle blau. Die sind alle blau. Xerneas und der Sexengrenner ist auch blau. Also zum größten Teil halt, also... Wir haben Reshiram, hat zumindest blaue Augen. Ist zwar sonst ganz weiß, aber hat blaue Augen. Aber ja, wie gesagt, blaue Pokémon, die fand ich schon immer toll. Also die meisten jedenfalls. So, egal. Genug gelabert. Donnerwelle, The Fame Pursuit is Every Year, Magnezone. Und, das macht ja jetzt schon Ränkeschmied. Das ist nicht gut. Dadurch steigt sein Spezialangriff sehr stark. So, vielleicht kann ich dich doch mit der Lichtkanone mal so ein bisschen vorschwächen, ohne dich gleich zu besiegen. Ja, das ist sehr gut. Das hat gut geklappt. Nochmal reingeschmiert. Der Tobutz will es aber wissen.
Ich glaube, das ist sauer, weil ich seine zwei Freunde schon gefangen habe. Vielleicht hat es das ja irgendwie mitbekommen. Egal, ich muss trotzdem es riskieren, auszutauschen auf Atmerei. Wir müssen zumindest einen Trugschlag gegen gelanden können. So, nur noch ein bisschen. Halte durch, Atmerei. Ah, zum Glück nochmal reingeschmied. Obwohl, was heißt zum Glück? Dreimal reingeschmied ist übel. Das würde mich jetzt, glaube ich, mit einem Sondersensor sowas von zerlegen. Trugschlag. Aber zum Glück dürfen wir zuerst angreifen. Schwein gehabt. So, Zuflucht? Fehlgeschlagen. So, und wisst ihr was? Ich bin jetzt mal so schlau eben und tausche jetzt aus auf Zoroark, weil dann kann es sich brausen gehen mit seinem Sondersensor und seinem Seher. Das bringt ihm nichts. Seht ihr, Sondersensor? Ah, keine Wirkung. Ich bin nämlich gar nicht Bammelig. Ich bin Zoroark. So, Tobutz. Mal sehen, wie lange ich für dich brauchen werde. Am besten bleibst du gleich im ersten Ball drin. Das wäre natürlich am geilsten, aber ich wette, das wird's eh nicht spielen. So, Hyperball Nummer 1. Ja, was habe ich gesagt? Der erste schafft das irgendwie nie. Das ist eigenartig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in einem Pokémon-Let's Play mit einem Ball, der natürlich kein Meisterball war, jemals ein legendäres Pokémon sofort beim allerersten Mal gefangen hätte. Kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das Beste, was ich jemals mal geschafft habe, war, glaube ich... Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, aber ich bilde mir ein Lugia in Hard Gold mit dem zweiten Ball schon gefangen. Aber das war auch eine Meisterleistung. Das war so dermaßen großes Mega-Glück. Das werde ich nie wieder haben. Und natürlich sollte man bei denen nicht mal in Erwägung ziehen, einen Turboball, würde ich schon sagen. Ich meine natürlich einen Floatball zu verwenden. Das bringt bei denen sowieso nichts. Wenn die volle KP haben, ist die Fangrate selbst mit einem Floatball viel zu gering, als dass das jemals gleich klappen würde. Das ist unnötig, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Also lassen wir das auch. Hyperball Nummer 3. Nee, wieder nicht. Eh klar. Ja, ein paar Minuten kann ich ja angreifen. Ich meine... Oh, wir wurden von Seher getroffen, aber es hat keine Wirkung. Edge. Ne, was wollte ich jetzt sagen? Es gibt ja durchaus auch so ein paar verrückte Hardcore-Trainer, die dann alle legendären Pokémon immer nur mit normalen Pokébällen fangen. Ich meine, das tue ich mir ehrlich gesagt nicht an, weil die Fangrate eines normalen Pokéballs ist ja geringer als die eines Super- oder Hyperballs. Also, warum soll ich mir da meine Chancen extra noch etwas verringern? Das ist doch total bekloppt. Also ich habe das schon immer mit Hyperbällen gemacht, oder wenn sie in Höhlen drin waren, dann mit Finsterbällen. Aber doch nicht mit einem normalen Pokéball, da ist das ja noch schwieriger als eh schon. Dauert es ja noch länger. Und dafür habe ich einfach keine Nerven. Na endlich! Heilige Scheiße, Tobutz hat natürlich am längsten gebraucht, dieses Mistvieh. Ich fass es nicht. Nummer 482, Tobutz Willenskraft, Typ Psycho. Als Tobutz flog, erlangten Menschen die Entschlossenheit. Es war die Geburt der Willenskraft und die habe ich jetzt auch bewiesen, indem ich es gefangen habe. Verdammt nochmal. Meine Fresse, jetzt will ich nur noch mal hier weg und den Part beenden. Seht euch das an. Eine ganze andere Pokémon alle besiegt, das muss ich jetzt sogar zusammenschneiden, sonst wäre der Part noch viel zu lang geworden. Ey, dieses scheiß Tobutz, fick dich! Das war einfach nur fies. Also das war jetzt echt übel. Ich meine, gut, dieses kleine Scheißvieh macht doch dreimal reingeschmiert. Ich meine, was geht mit dem? Ins Hirn geschissen oder was, Tobutz? Das geht ja mal gar nicht klar, Leute. Meine Fresse. So, jetzt nur kurzer Check am PC und dann ist der Part aber wirklich zu Ende, ja? Dann ist Schluss. Dann habe ich auch die Schnauze voll hier. So, da sind sie jetzt. Warte mal, da muss jetzt eine Musik jetzt aber mal hier so runter, aber das passt hier nicht hin. Na komm schon. So. So. In der Reihenfolge habe ich sie gefangen, so will ich sie jetzt auch sehen. Holy shit. Ja. Also ihr seht, sehr können sie alle drei. Den Sondersensor auch und sonst. Aber was ist das für eine scheiß Attacke, diese behinderte Zuflucht? Was macht das nochmal? Aha, das ist aber eigentlich nur eine normale Attacke. Zuflucht.
Die Attacke kann nur eingesetzt werden, nachdem alle verfügbaren Attacken ausgeführt wurden. Stärke 140. Alter, leck mich am Arsch, ist das stark. Kein Wunder, dass es mir da so viele Probleme gemacht hat. Voll im Wesen zaghaft. Es war sehr zaghaft und wollte nicht im Ball drin bleiben. Das nickt oft ein. Das passt nicht wirklich. So, Vesprit hat ein frohes Wesen, ist beharrlich. Und Selfe ist hitzig und hat eine gute Ausdauer. Ja, durchaus, weil es hat auch lange gebraucht, um es zu fangen. Aber man sieht ja hier Septiana City, Turm des Himmels, Route 23. Ihr kleinen, miesen Kackviecher. Jetzt bleibt ihr für ewig da drin. Und damit ist dieser Part jetzt auch zu Ende. Meine armen Nerven.